heute Wadaka zu Besuch. Ein Gast, den wir noch nicht so oft da hatten. Ich glaube, er war zweimal zuvor bei uns im Zentrum, den letzten und den vorletzten Dezember. Das ist das dritte Mal, dass er hier bei uns in Essen und Vimaladhatu zu Besuch ist. Wadaka ist ein Ordensmitglied ursprünglich aus England, der aber jetzt in Tallinn in Estland lebt. 8 years now? 9 years. Seit 9 Jahren. Ja, der erzählt auch mal gerne Anekdoten von seinem Leben in Estland. Also wenn ihr Englisch könnt, dann könnt ihr ihn mal irgendwann mal euch schnappen und über estnische Mentalität Sachen fragen. Da hat er ganz interessante Beobachtungen auch zu erzählen. Er betreibt ein buddhistisches Zentrum, das Triratna-Zentrum vor Ort. Und der Grund, der ihn immer wieder nach Essen führt, jedes Jahr im Dezember, nächstes Jahr auch wieder, ist, dass wir zusammenarbeiten zu sechst in einem Rat, im sogenannten Rat für Kontinentaleuropa, für Triratna, wo wir uns absprechen. Das sind Amoga Ratna aus Berlin, den viele auch kennen, Mahamati, der morgen zu Gast hier sein wird, Karina und Vajragita aus Holland, Wadaka und ich. Wir treffen uns zweimal im Jahr, um alle möglichen Sachen, die so mit Triratna, mit unserer Gemeinschaft zu tun haben, zu besprechen und sind auch Teil von einem internationalen Rat. Und das ist der Grund, wie wir uns kennengelernt haben vor einigen Jahren und wodurch wir so auch zusammenarbeiten. Just said why you're in Germany. I understood. You understood that, yeah. Huh? Good, very good. Okay, und heute, you want to say something about your book or shall I say a bit about it? Say a little bit in German. Yeah? Okay, das ist ein Schirm. Wadaka schreibt derzeit an einem Buch und ist fast fertig. Er hat, glaube ich, noch so ein halbes Kapitel oder anderthalb Kapitel oder so fertig zu schreiben. Und zwar ein Buch, was sozusagen eine buddhistische Kritik am Kapitalismus, am kapitalistischen System ist. Und innerhalb dieses Buches befasst er sich mit verschiedenen Aspekten von Kapitalismus und hat, um sich sozusagen in Gang zu halten über das letzte Jahr, auch sehr, sehr viele Vorträge zu verschiedenen Themen in diesem ganzen Themenbereich gehalten. Und eben eines der Themen ist der Umgang, den wir mit Natur und Umwelt haben. Und ja, das ist unser Thema für heute. Ich freue mich drauf. Good. So I want to begin by telling you about two groups of workers. Ich möchte damit anfangen, dass ich erzähle von zwei Gruppen von Arbeitern. I used to be a trade unionist, so I'm naturally interested in workers. Ich habe früher in einer Gewerkschaft gearbeitet und deswegen habe ich ein natürliches Interesse an Arbeitern. But these are somewhat different workers. Aber das ist eine etwas andere Art von Arbeitern. Yeah. Both of these groups of workers are essential for agricultural production and for human health, even for human survival. Diese beiden Gruppen von Arbeitern sind sehr wichtig für die Landwirtschaft und für die menschliche Gesundheit und sogar für das Überleben der Menschheit. And both groups work for no pay. Und beide Arbeitergruppen arbeiten ohne Entlohnung. And in recent years, large numbers of both groups of workers became sick, left their jobs and died. Und über die letzten Jahre haben große Mengen von diesen Arbeitern ihre Arbeit niedergelegt, weil sie krank wurden und sind gestorben. So the first group to become sick and leave their job and die were vultures in India. Die erste Gruppe von Arbeitern, die krank wurden, ihre Arbeit niederlegten und starben, waren Geier in Indien. So vultures may not be the most appealing animals, but they perform a vital ecological function. Und vielleicht sind Geier gehören nicht zu den attraktivsten Lebewesen, aber sie erfüllen ganz wichtige biologische Aufgaben. So farms in India have huge herds of cattle. And in the way of things, individual cattle are always dying and their corpses are left to rot in the sun. In Indien haben Bauern große Rinderherden und es passiert natürlich immer wieder, dass Rinder verenden und die liegen dann da und verrotten. But usually not for long are they left to rot in the sun. Normalerweise dauert es aber nicht lange, dass sie da liegen in der Sonne und verfaulen. Vultures can devour and eat a carcass in minutes, leaving only bones. Geier können innerhalb von wenigen Minuten einen ganzen Rinderkörper Leichnam aufessen und nur die Knochen übrig lassen. What happened in India was that in the mid-1990s farmers began to use a new drug on their cattle. Mitte der 90er Jahre haben Bauern eine neue Medizin mit ihren Rindern verwendet. And traces of the drug
left in dead cattle killed the vultures. Und Spuren dieses Medikaments, was in den toten Rindern übrig blieb, hat die Geier getötet. And it's estimated that up to 40 million vultures died, almost 99% of all vultures in India. Und es wird geschätzt, dass ungefähr 40 Millionen Geier verstorben sind. Das sind ungefähr 99% aller Geier, die es überhaupt gibt. The result was that the free cleaning service provided by the vultures failed. They would normally remove 12 million tons of dead cattle from the fields of India. Das bedeutet, dass sozusagen der kostenlose Aufräumservice, den diese Geier geliefert haben, nicht mehr vorhanden war. Normalerweise haben sie ungefähr 12 Millionen Tonnen toter Rinder jedes Jahr entsorgt. So lots of dead cows were left to rot in the fields. Das hieß also, dass sehr, sehr viele tote Kühe, Rinder auf den Wiesen liegen blieben. The result was that India's wild dog population massively exploded. Die Folge war, dass die Population von wilden Hunden in Indien in die Höhe schnellte. Yeah. And that was accompanied by a massive increase in the transmission of rabies. Und das wiederum führte dazu, dass sich die Tollwut sehr, sehr stark ausbreitete. And it's been estimated that 48,000 people lost their lives because of the increase in rabies. Und es wird geschätzt, dass ungefähr 48.000 Menschen als Folge der Tollwut, was wiederum die Folge des Aussterbens der Geier waren, gestorben sind. So the second group of workers to become sick, leave their jobs and dies were bees. Die zweite Gruppe von Arbeitern, die krank wurden, ihre Arbeit niederlegten und starben, waren die Bienen. Now you may be aware, of course, bees play a vital role in the world agricultural system. Und vielleicht ist euch das bewusst, aber Bienen spielen eine ungeheure Rolle in der weltweiten Landwirtschaft. Basically, without bees, up to a third of worldwide agricultural production would fall apart. Ohne Bienen würde wahrscheinlich ein Drittel der weltweiten Landwirtschaft zusammenbrechen. So bees pollinate many crops, apples, pears, almonds, oranges, etc., etc. Ja, viele landwirtschaftliche Früchte werden von Bienen bestäubt, wie zum Beispiel Äpfel, Birnen, Mandeln und so weiter. Yeah. But first in America, and then soon after in Canada, then the United Kingdom, in the rest of Europe, South and Central America, Asia and so on, beehives began to collapse. Bees began to die in large numbers. Also es fing erst in Amerika an, dann in Kanada, dann in Großbritannien und im Rest Europas, später dann auch in Asien und Südamerika, begannen Bienenvölker zu sterben. Yeah. And this phenomenon has been given a name. It's called colony collapse disorder. Ja, und dieses Phänomen hat einen Namen bekommen, den wir oft auch auf Englisch hören, aber es gibt auch eine deutsche Übersetzung, der Völkerkollaps. And you may be aware that there's a vigorous controversy about what is the cause of the death of so many bees. Und vielleicht habt ihr auch darüber gelesen, dass es eine heftige Kontroverse darüber gibt, eine Auseinandersetzung, was jetzt die genauen Ursachen für den Tod der Bienen sind. But increasingly it's thought that pesticides play a major part in the death of the bees. Aber zunehmend kommen die Fachleute zu dem Ergebnis, dass wahrscheinlich Pestizide eine wichtige Rolle da bei dem Bienensterben spielen. And this year we've seen steps taken in the European Union to try and restrict the use of certain pesticides. Und wir haben jetzt jüngst Schritte wurden unternommen in der Europäischen Union, um den Gebrauch von Pestiziden einzuschränken. So you may have heard of there's a very famous insect biologist called E.O. Wilson, an American man. He's very old now, but he's a very famous insect biologist. Vielleicht habt ihr mal von E.O. Wilson gehört. Das ist ein sehr bekannter Insektenforscher, der jetzt schon sehr alt ist. Yeah. And he said, we are flying blind in many aspects of preserving our environment. Und er hat mal gesagt, was Umweltschutz anbelangt, befinden wir uns in vielen Fragen im Blindflug. He reminds us that the honeybee is nature's workhorse.
Und erinnert uns daran, dass die Honigbiene wie so eine Art Arbeitspferd der Natur ist. And he said, we took it for granted. We have hung our own future on a thread. Und er sagte, wir haben die Honigbiene als selbstverständlich betrachtet und wir haben unsere eigene Zukunft an einen dünnen Faden gehängt. So what has happened with vultures and bees has been compounded by other ways in which we have interfered with our natural environment and with nature. Und was passiert ist mit den Geiern und mit den Bienen, wurde noch verschlimmert durch andere Arten und Weisen, wie wir mit unserer Umwelt umgegangen sind. So you may remember in 2005 there was a hurricane called Hurricane Katrina that hit New Orleans in the south of the United States. Ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, dass in 2005 ein Hurricane namens Katrina in New Orleans sehr starke Verwüstungen verursacht hat. And 1,600 people died. 1,600 Menschen kamen dabei ums Leben. And an enormous amount of damage was caused. Und unglaublich großer Schaden, der dabei entstand. What you probably won't remember is that 3 weeks later, after Hurricane Katrina, a different hurricane, this time called Hurricane Rita, hit the American coast further west of New Orleans. Woran ihr euch wahrscheinlich nicht dran erinnert, ist, dass nur 3 Wochen später ein zweiter Hurricane die Küste der USA getroffen hat, etwas weiter im Westen. Der hatte den Namen Rita. And this time, as a direct consequence of the hurricane, 7 people died, and the damage that was caused was very little. Und in diesem Fall sind nur 7 Menschen gestorben, und es war relativ geringfügiger Schaden. And the huge difference in the loss of human life and damage is partly explained by the mangrove forest, which grows along the shoreline, the edge of the sea, where the sea meets the land. Und der wesentliche Unterschied, warum es in dem einen Fall so großer Schaden entstand, im anderen Falle nicht, lag daran, dass eben im zweiten Fall der Mangrovenwald an der Küste erhalten geblieben war. So where the second hurricane, Hurricane Rita, hit the land, the mangrove forest was undisturbed. And as a result, they formed a natural barrier against the waves caused by the hurricane. An der Stelle, wo der zweite Hurrikan an die Küste traf, war der Wald, der Mangrovenwald, nahezu unbeschädigt und bildete eine natürliche Barriere für die Fluten. Yeah. But around New Orleans, they had cut away a large part of the mangrove forests to make channels for ships to travel through. Aber in New Orleans hatten sie einen großen Teil des Mangrovenwalds zerstört, um Kanäle zu graben für Schiffsverkehr. So the floodwaters associated with the hurricane swept inland undisturbed. Das heißt, die Fluten, die mit dem Hurricane einhergingen, konnten völlig ungehindert ins Landesinnere vordringen. So nature was therefore less able to protect the human population. Und deswegen war die Natur nicht mehr in der Lage, die Menschen zu schützen. So in these examples, vultures, bees, mangrove forests, we can see how human activity can have terrible effects upon nature. And those terrible effects on nature can then rebound disastrously on us. Also in all diesen 3 Fällen, ob das der Hurrikan ist, die Bienen oder die Geier, sehen wir, dass die Menschheit durch ihr Handeln unglaublich starke Schäden verursachen kann in der natürlichen Welt. Und das wiederum zurückschlägt auf die Menschen. So, it's fairly straightforward to see that nature and the environment are inextricably linked with human life and survival. Also man sieht, wie eng die Natur mit dem Wohlergehen der Menschheit und mit dem menschlichen Überleben zusammenhängt. So, we are part of a planetary process, and the decisions we take cannot be separated from a consideration of their effects on the planet. Wir sind Teil von einem planetaren System, und die Entscheidungen, die wir treffen, kann man nicht sozusagen trennen von den Wirkungen, die es haben wird auf unsere Umwelt. Part of my interest in this subject, as Jnana Chandra was explaining earlier, is related to some reflections I'm trying to write down on the relationship between Buddhism and capitalism and modern economics. Ja, wie Jnana Chandra vorhin schon sagte, kommen einige dieser Reflexionen in meinem Vortrag aus meinen Reflexionen über die Beziehung zwischen Buddhismus und Kapitalismus und moderner Ökonomie. Yeah. But when you look at modern economics and the system of capitalist economics that we have,
What you see is there is a dominant theory that lies behind most of the economics. Ja, wenn man sich die moderne Ökonomie oder Wirtschaftslehre anschaut, sieht man, dass es eine dominante Theorie gibt, die das Ganze leitet. Yeah. And it's got different names. Sometimes it's described as neoclassical, but it's mostly known as neoliberal economics. Es hat verschiedene Namen. Manchmal wird es neoklassische Wirtschaftslehre genannt oder auch neoliberal. Yeah. And there are now, fortunately, people from within the economics profession who are starting to be critical of this dominant form of economics. Und es gibt zum Glück heutzutage Wirtschaftswissenschaftler innerhalb des Systems, die kritisch sind diesem modernen Denken gegenüber. So one of these critics is a man called David Orrell, who has written a book called Economyths. Einer dieser Menschen heißt David Orrell und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Ökonomythen. Yeah. And he says, if you read most of the economics textbooks written by neoliberal economists, he says, you notice that one of the things that's missing is the rest of the planet. From us. Und er sagt, wenn man einige dieser Standard-Lehrbücher über eben diese Mainstream-Ökonomie liest, dann merkt man, dass ein wichtiger Faktor vollkommen fehlt, nämlich der Rest des Planeten, abgesehen von uns Menschen. Neoliberal economics completely neglects the fact that the human economy is embedded in a biosphere. Er sagt, die gängige Wirtschaftslehre lässt die Tatsache vollkommen außer Acht, dass die menschliche Wirtschaft in der Biosphäre eingebettet ist. Yeah. There's less and less attention being given in neoliberal economics to the land, nature and environment. Also in dieser neoliberalen Ökonomie wird immer weniger Aufmerksamkeit der Natur und dem Land gegeben. Yeah. And there's a neoliberal economist called Robert Solow, who has won the Nobel Prize for Economics. Und es gibt auch einen Ökonomen namens Robert Solow, der sogar einen Nobelpreis gewonnen hat. And he said, the world can in effect get along without natural resources, because human ingenuity and technology can always provide a substitute. Und er ging so weit zu sagen, die Welt kann im Grunde auch ohne natürlichen Ressourcen auskommen, weil der menschliche Einfallsreichtum und seine Technologie immer für einen Ersatz sorgen können. Yeah. And the other, another critic, David Orrell, who I referred to earlier, said, it is as if economics has become so disembodied and detached from reality that it thinks it can do without the physical world. Und ein anderer Kritiker dieses Ansatzes, Gilles Ravaux, sagte, die Ökonomie scheint von der Wirklichkeit derart entfernt und abgehoben zu sein, dass sie glaubt, sie käme ohne die physische Welt aus. So I'm going to go on now and talk about Buddhism and nature. Ich möchte jetzt weitermachen, indem ich darüber spreche, was der Zusammenhang von Buddhismus und Natur ist. And I'm going to ask the question, is there anything that we can learn from the Buddha that can point towards a better relationship with nature and the environment? Und die Frage, die ich stellen werde, ist, gibt es irgendetwas, was wir vom Buddha lernen können, was einen besten Umgang mit der Natur vorschlägt? Now, in fact, in the Buddha's time, nature and the wilderness were a source of fear and terror. Zur Zeit des Buddha waren die Natur und die natürliche Umwelt eigentlich eine Quelle von Angst und Furcht. Yeah. And it was the Buddha's experiences as he created a new path to enlightenment that helped to develop a potential new relationship with nature. Aber es waren genau die Erfahrungen des Buddha auf seinem Weg zur Einsicht, die halfen, ein neues Verhältnis zwischen Menschheit und Natur zu formulieren. Yeah. So you may have read this article or heard of this article before. There's an article by Vishvapani from the Sri Ratna Buddhist Order called How the Buddha Discovered Nature. Na, vielleicht habt ihr schon davon gehört, es gibt einen Artikel von einem Ordensmitglied namens Vishvapani, der heißt Wie der Buddha die Natur entdeckte. And he emphasizes in that article how the wilderness, the jungle, was a place of fear. Und er betont in seinem Artikel und beschreibt, wie sehr der Dschungel im alten Indien als ein Ort der Angst galt. Yeah. There were snakes, tigers, wild boar, bandits and so on. It was a place that was scary.
Also es war ein Ort, wo es Schlangen gab, wilde Tiger, wilde Tiere, Banditen, es war ein gefährlicher Ort. And travelers through the jungle, through the forest, reported very scary encounters with ghosts and spirits and demons. Und Reisende, die unterwegs waren, erzählten danach von sehr beängstigenden Begegnungen, auch mit Geistern, Gespenstern und Dämonen und anderen Wesen. So at that time, far from living in harmony with nature, human beings thought nature belongs to the animals and the spirits. It's a separate world altogether. Also es war gar nicht so, dass damals die Menschen in Harmonie mit der Natur lebten, sondern sie erlebten die Natur eher als etwas, was eigentlich den Tieren und den Dämonen, den Geistern gehört und was von ihnen getrennt war. Yeah. During his path towards enlightenment, the Buddha actually spent quite a lot of time deliberately going into the jungle, into the forests. Auf seinem Weg zur Erleuchtung verbrachte der Buddha ganz absichtlich lange Zeiten auch in der Wildnis, im Wald. And he deliberately visited places in the jungle that were known to be inhabited by spirits and demons and to be very scary. Und er ging ganz bewusst an Orte, von denen es hieß, von denen bekannt war, dass dort Geistwesen lebten und die beängstigend waren. And what he did in those places was to examine the fear and dread that arose in himself. Und was er an diesen Orten tat, war diese Angst, die in ihm selbst aufkam, genau zu untersuchen. Yeah. He was engaging with the demons, the spirits, and the dread and fear that arose in his own mind. Er ging sozusagen auf diese Geistwesen ein und vor allem auf die Angst und die Furcht, die in seinem eigenen Herzen auftauchte. But when the fear and dread arose in him, he refused to be knocked off his path. Doch immer wenn Angst und Furcht sich in seinem Geist einstellten, wehrte er sich dagegen, sich von seinem Pfad abbringen zu lassen. So if he was sitting meditating and he heard a noise and fear arose in him, he continued to sit meditating. Also wenn er da saß und meditierte und er hörte ein Geräusch und es kam ein Gefühl von Angst in ihm auf, dann machte er einfach mit seiner Meditation weiter. If he was walking, he continued to walk. Wenn er gerade am Gehen war und das passierte, dann ging er einfach weiter. So the Buddha directly faced the fear in his own mind and drove it out. Der Buddha wandte sich also ganz direkt an die Angst, die in seinem eigenen Geist auftauchte, schaute sich das an und verscheuchte sie damit. Now Vishapani comments that in some ways what the Buddha was doing resembled the kind of encounters that shamans had. Und Vishapani sagt, dass das, was der Umgang von Gautama mit seiner Angst ein bisschen vielleicht dem ähnelte, was Schamanen tun. But he said there was a difference with the Buddha. Aber er sagte, eins war anders mit dem Buddha. The Buddha focused on his own fearful response. Der Buddha hatte vor allem in seinem Augenmerk seine eigene Reaktion von Angst. And in this way, he conquered the fear of nature that was widespread in his culture. Und so konnte er die Furcht vor der Natur überwinden, die in seiner Kultur allgegenwärtig war. And in this way the Buddha formed a new relationship with nature, one that allowed him to become intimate with nature. Und so formte er eine neue Beziehung zur Natur, eine Beziehung, die eng und vertraut war mit der Natur. And Vishapani says that the Buddha's teaching to us is this. Und that the Buddha's what? The Buddha's teaching to us, or lesson to us. Okay. Und Vishvapani sagt, dass die Lehre, die besondere Lehre des Buddha für uns folgende ist. To heal our relationship with the natural world, we must first heal ourselves. Nämlich, dass um unsere Beziehung zur Natur und zur natürlichen Umwelt zu heilen, wir zuallererst unsere Beziehung zu uns selbst heilen müssen. And there are several suttas, teachings in the Pali Canon that emphasize this approach. Und es gibt einige Sutras, Lehrreden im Pali Canon, die das unterstützen. I won't go into the details of the suttas. If you want to know examples of the suttas, there's the Aganya Sutta and the Chakravartisihananda Sutta, which relate to this issue. Also ich werde jetzt nicht die Details dieser Suttas
erzählen, aber wenn ihr da nachlesen wollt, ist das Aganya Sutta und das Chakravarti Sihananda Sutta. Yeah. Basically, the Buddha is telling us that there is a close link between the ethics and morals of humans and the environment and the natural resources available to humans. Was der Buddha in diesen Sutras zum Ausdruck bringt, ist, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen der menschlichen Moral und der natürlichen Umgebung um uns herum, der Welt, in der wir leben. Humanity, environment and nature are interdependent. Also die Menschheit, die Umwelt und die Natur sind miteinander verwoben. And if immorality takes hold of society, then humans and nature both deteriorate. Und wenn Unmoral die menschliche Gesellschaft ergreift, dann wird sowohl die menschliche Gesellschaft wie die Natur beide darunter leiden. If morality takes hold of society, then the quality of human life and of nature can both improve. Und wenn Moral dies menschliche Miteinander beherrscht, dann können sowohl die Menschheit als auch die Natur darunter profitieren. There's another Buddhist commentator called Lily De Silva, and she expressed the Buddhist teachings in this way. Es gibt eine weitere moderne Kommentatorin namens Lily De Silva, und die Lehre des Buddha in folgender Weise zum Ausdruck bringt. Thus greed, hatred and delusion produce pollution within and without. Generosity, compassion and wisdom produce purity within and without. Und sie sagt, so erzeugen wir Hass und Verblendung, Umweltverschmutzung im Innen und im Außen. Großzügigkeit, Mitgefühl und Weisheit erzeugen Reinheit im Innen und im Außen. Another example of the Buddha's approach to nature is given in the Karaniya Metta Sutta. Ein weiteres Beispiel vom Umgang des Buddha mit der Natur findet man im Karaniya Metta Sutta. It's very easy for us to slip into thinking the Karaniya Metta Sutta is simply concerned with developing metta towards other human beings. Es ist leicht zu denken, dass hauptsächlich was gesagt wird in diesem Sutra ist, dass es wichtig ist, Metta gegenüber mehr anderen Menschen zu entwickeln. When you read the Karaniya Metta Sutta, it's clear that the Buddha is talking about cultivating metta towards all living creatures found in nature. Aber wenn man den Text aufmerksam liest, wird es vollkommen offensichtlich, dass was der Buddha da sagt, ist, dass es wichtig ist, Metta zu üben gegenüber allen lebenden Wesen in der Natur. So I'll just read you a section of the Karaniya Metta Sutta. Ich lese euch nur einen kurzen Ausschnitt von dem Sutta vor. Whatsoever living beings exist, without exception, whether weak or strong, whether tall and large, middle-sized or short, whether very subtle or very gross, whether visible or invisible, dwelling far away or not far away, whether born already or not yet born, may all beings be happy in themselves. Was es auch an Lebewesen gibt, ausnahmslos, ob schwach oder stark, ob groß oder mittel oder klein, ob zart oder grob, ob sichtbar oder unsichtbar, ob sie ferne weilen oder nahe sind, ob sie schon geboren oder noch nicht geboren sind, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. So there's a whole range of living beings in nature included within that description. Also in dieser Beschreibung findet man die ganze Bandbreite von verschiedenen Lebewesen beschrieben. And it's also significant, I think, that the Buddha asks us to direct our metta to those, whether born already or not yet born. Und ich denke, es ist auch sehr bedeutsam, dass der Buddha uns dazu anhält, nicht nur Metta zu üben für die schon geboren sind, sondern auch für jene, die noch nicht geboren sind. So we're being asked to act with kindness towards future generations of humans and of other species. Also wir werden aufgefordert, mit Liebe voll umzugehen, auch mit kommenden Generationen und mit anderen Arten. The Buddha advocated a gentle, non-aggressive attitude towards nature. Der Buddha setzte sich für einen behutsamen, nicht aggressiven Umgang mit Natur ein. So in the Sigillavada Sutta, the Buddha talks about the accumulation of wealth. Und im Sigillavada Sutta spricht der Buddha über das Anhäufen von Reichtum.
And he said we should accumulate wealth as a bee collects pollen from a flower. Und er sagte, wenn wir Reichtum erwerben, dann sollten wir das so tun wie eine Biene, die Pollen von einer Blüte sammelt. So when a bee collects pollen from a flower, it doesn't pollute its beauty and neither does it deplete its fragrance. Wenn eine Biene von einer Blume den Pollen einsammelt, dann verschmutzt sie nicht ihre Schönheit, verunstaltet sie nicht und nimmt auch nichts von dem Duft weg. And we know from the stories of the Buddha that he had a particular relationship with trees. Und wir wissen aus dem Leben des Buddha, dass er eine ganz besondere Beziehung zu Bäumen hatte. He was born under a tree, he gained enlightenment under a tree, and he died between two trees. Er wurde unter einem Baum geboren, unter einem Baum sitzend erlangte Erleuchtung und er starb unter zwei Bäumen. And if you visit Bodh Gaya, there's a lovely spot at Bodh Gaya, which marks the place where the Buddha sat. After he gained enlightenment, he sat for a whole week gazing in gratitude at the tree under which he had sat and gained enlightenment. Und wenn man Bodh Gaya, den Ort der Erleuchtung des Buddha, besucht, dann gibt es da einen ganz schönen Ort, wo besonders markiert ist die Stelle, wo es heißt, dass der Buddha dort saß nach seiner Erleuchtung eine ganze Woche lang mit dem Blick gerichtet auf den Baum voller Dankbarkeit, unter dem er Erleuchtung erlangt hatte. But not all the followers of the Buddha were successful in forming this new relationship with nature, even with trees. Aber nicht alle der Anhänger des Buddha waren ebenso erfolgreich darin, diese neue Beziehung zur Natur und zu Bäumen aufzubauen. So, I've already mentioned the Karaniya Metta Sutta, but you may not be aware that in the centuries after the Buddha's death, a story was created that gives a context in which the Buddha taught the Karaniya Metta Sutta. Ich habe schon das Karaniya Metta Sutta erwähnt, aber vielleicht wisst ihr nicht, dass in den Jahrhunderten nach dem Tod des Buddha eine Geschichte erfunden wurde oder entwickelt wurde, die den Hintergrund zu diesem Sutta beschreibt. And the story is, it's the beginning of the rainy season when the monks and nuns find one place to stay for 3 months. Und die Geschichte erzählt, dass es der Anfang der Regenzeit ist, wo die Mönche und Nonnen an einem Ort bleiben, um sich zu schützen. Yeah. And one group of monks discovers and settles in a lovely spot of woodland in the foothills of the Himalayas. Und eine Gruppe von Mönchen findet einen ganz schönen Ort in den Ausläufern des Gebirges, des Himalaya, im Wald. Yeah. But the monks just took over the woodland without any reference to the tree spirits who also lived in the woodland. Die Mönche vereinnahmten sozusagen dieses schöne Waldgebiet, ohne überhaupt irgendeine Beziehung aufzunehmen zu den Baumgeistern, der Bäume, die dort lebten. And the tree spirits were upset at the attitude of the monks. Und die Baumgeister waren ein bisschen aufgebracht deswegen. And they succeeded in driving away the monks by causing them to have fear and dread. Und es gelang den Bäumen, die Mönche zu vertreiben, indem sie Angst und Furcht in ihnen auslösten. Yeah. So the story is that the monks left the woodland and went to find the Buddha to ask his advice. Und in der Geschichte heißt es, dass die Mönche dann den Wald verließen und zum Buddha gingen, um ihn um Rat zu bitten. So the Buddha taught them the Karaniya Metta Sutta. Und der Buddha unterwies sie in dem oder lehrte sie das Karaniya Metta Sutta. And he told them to return to the woodland chanting the Karaniya Metta Sutta. Und wies sie an, zurückzukehren zu diesem Waldgebiet und dort das Metta Sutta zu rezitieren. This they did, and the story tells us they were well received by the tree spirits. Und das taten sie, und die Geschichte erzählt, dass sie dann eine gute Aufnahme, eine freundliche Aufnahme fanden bei den Baumgeistern. That's a lovely story. Eine wunderbare Geschichte. And usually when it's the story is explained, the emphasis is put upon using metta to overcome fear. Und meistens, wenn über diese Geschichte erzählt wird, ist die Betonung, sozusagen die Moral von der Geschichte, dass man Metta verwendet, um Angst zu vertreiben. But there is another side to the story, I think. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Aspekt bei dieser Geschichte. Which is, when the monks first arrived, they paid no attention to the trees, to the tree spirits, to the forest. They just took it over without any thought. Als die Mönche zuerst dort ankamen, haben sie einfach sind sie überhaupt nicht auf die Bäume eingegangen, sondern sie haben es einfach sozusagen übernommen, das Land. They did not seek a relationship of respect, if you like, with the trees. Sie suchten nicht eine
Sie versuchten nicht eine Beziehung von Respekt mit den Bäumen aufzubauen. But when they return, having been taught the Karaniya Metta Sutta, and they're chanting the Karaniya Metta Sutta, what's happening is that they bring a new attitude of sensitivity to the environment and to the trees. Aber als sie dann zurückkehrten und das Karaniya Metta Sutta rezitierten, brachten sie eine andere Haltung von Sensibilität, von Empfindsamkeit den Bäumen gegenüber mit. So a new relationship was then possible between the monks and the trees and the tree spirits. Und das machte eine neue Beziehung zwischen den Mönchen und den Bäumen, den Baumgeistern möglich. Now I mention that story because in modern times the very idea of nature spirits and of rituals that might be used to strengthen the connection between humans and their natural surroundings are easily dismissed. Und ich erzähle diese Geschichte, weil heute braucht die Kraft von Ritual dahingehend, dass sie eine Verbindung schaffen kann zwischen Menschen und Natur. Oft, das wird so oft weggefegt und übersehen oder nicht ernst genommen. But of course this modern attitude has not always been there until quite recently. There were many native societies that maintained ritual connections with nature. Aber natürlich, diese moderne Haltung ist eine recht neue Haltung. Und bis vor nicht allzu langer Zeit gab es viele Gesellschaften in Gemeinschaften in der Welt, die diese rituelle Verbindung mit der Natur aufrechterhielten. Yeah. There's one particular anthropologist, a woman called Frederike Apfel-Maglin. And in her book, she describes how it used to be. Und es gibt eine besondere Anthropologin, Frederike Apfel-Maglin, die in einem Buch ein bisschen beschreibt, wie das früher war. Yeah. Have you got that? I've got that. Okay. So, I'll maybe just read it, what you have in German. Don't want to read it in English? No, it'll be okay. Okay, dann lese ich dieses Zitat, es ist ein längeres Zitat, nur auf Deutsch. Vor dem Triumph der Moderne lebten die Menschen in ständiger Interaktion mit einer Unzahl von Wesen, von Kräften und Geistern, die uns überlisteten, beschützten, die mit uns stritten, uns führten, lehrten, uns bestraften und sich mit uns unterhielten. Wir lebten in unseren menschlichen und außermenschlichen Gemeinschaften in der Fülle. Es gab zahllose Lebewesen, die uns auf ihrem Erdenweg begleiteten. Die mannigfaltigen Wesen dieser Welt lehrten uns, die Gaben dieser Welt mit ihnen zu teilen. Sie lehrten uns eine Haltung von Gegenseitigkeit. Sie lehrten uns, uns vor Gier und Anhäufung zu hüten. Sie lehrten uns, dass der Reichtum der Pflanzenwelt, die Baumgeister, die Wasserwesen, die Erdwesen, die Mineralwesen nicht nur uns gehörten, dass sie nicht nur aus dem einzigen Grund da waren, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Sie hatten ihre eigene Existenzberechtigung, ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigene Kraft. Wir mussten um Erlaubnis bitten, teilen, zurückgeben und danken. All diese Gesten machten uns bewusst, dass wir im ungeheuren Gewebe des Lebens auf dieser Erde nur ein einziger Faden waren. So she's describing a very different world and relationship between humans and nature. Sie beschreibt eine vollkommen andere Welt, eine andere Art von Beziehung zwischen Menschen und Natur. And she has many other arguments, but the core of her argument is, particularly with globalization, we have lost any contact with nature. Und sie hat noch viele andere Argumente, aber ein Kernargument ist, dass sie sagt, durch die Globalisierung haben wir jeden Kontakt zur Natur verloren. As she says, we assume we are on a victorious march to economic and technological salvation. Und sie sagt, wir nehmen an, dass wir auf einem glorreichen Vormarsch zu ökonomischer und technologischer Erlösung sind. But the interesting thing is that when she investigates modern native communities in South America and other anthropologists investigate modern native communities, they find still that there are many rituals designed to make close the relationship between humans and nature. Aber als sie und auch andere Anthropologen untersuchten, welche Rituale es in der Welt noch gibt, merkten sie, dass es viele Riten gibt, die die Verbindung zwischen Menschen und Natur erhalten und bestärken können. Yeah. So, I'm just conscious I'm trying to cut down some of the things here.
She tells a story about a particular native community in the high Andes of Peru. Sie erzählt eine Geschichte aus den Hochanden in Peru. And the villagers have built water channels, irrigation channels that brings water down from the high mountains down to the villages lower down. Und das ist die Ureinwohner, also die ursprüngliche Bevölkerung von Peru, und die haben Bewässerungskanäle gebaut, die das Wasser aus den Höhen der Anden den Berg an der Bergseite herunter ins Tal leiten. And these channels are made of earth, they're dug out of the earth with great care and with love. Und diese Erdkanäle, diese Erdgräben werden von Hand gegraben mit ganz viel Hingabe und Liebe und Respekt. And then along comes economic development specialists. Und dann kommen Wirtschaftsförderungsspezialisten daher. Yeah. You need much better irrigation channels. Und sagen denen, ihr braucht viel bessere Bewässerungskanäle. We will build irrigation channels for you made of cement. Wir werden für euch Bewässerungskanäle bauen, die aus Zement. So they build the channels made of cement. And the result is. Also sie bauen diese Bewässerungskanäle aus Zement, und das Ergebnis? The water only gets halfway down the mountain. Das Wasser kommt nur noch halb so weit den Berg herunter wie vorher. And according to the villagers, the reason this happened is because the engineers did not respect the water by asking permission of it to build these new channels and by not making offerings to the water. Und die Bevölkerung, die Dorfbevölkerung, ist der Meinung, der Grund, warum das Wasser versiegt ist, ist, dass die Menschen, die diese Zementkanäle gebaut haben, die Arbeiter, nicht das Wasser um Erlaubnis gebeten haben, das zu tun, auch keine Opfergaben dargebracht haben dem Gewässer gegenüber. But the villagers realized it would do no good to tell the engineers this. Aber den Dörflern ist klar, dass sie das nicht den Wissenschaftlern erklären können. Instead, they told the specialist, look, when we have channels made out of earth, plants can grow on the side of the channels. Und deswegen wählen sie einen anderen Ansatz und sagen den Forschern, guck, wenn man Erdkanäle gräbt, dann können Pflanzen an dem Ufer wachsen. And the plants shelter the water from the effect of the sun. Und die Pflanzen beschatten das Gewässer. Therefore there is less evaporation. Deswegen verdunstet weniger Wasser. But with cement channels, there's no protection. Aber wenn die Kanäle aus Zement sind, dann gibt es diese Möglichkeit nicht mehr, diesen Sonnenschutz. So there's more evaporation. Und deswegen verdunstet mehr Wasser. And therefore less water reaches down to the villages below. Und deswegen kommt weniger Wasser unten in den Dörfern an. So I think the villagers were very clever. Also die Dörfler waren offensichtlich sehr schlau. But actually, the two explanations are not incompatible. Aber die beiden verschiedenen Erklärungsansätze sind nicht inkompatibel. Have you got that quote there? Yes, So Apfel Maglen, who works a lot in the area, describes it in this way. Also die besagte Anthropologin beschreibt das wie folgt. I read it? Yeah. Okay. Das Wasser zu respektieren und zu nähren heißt, dass man mit seinen Wegen eng vertraut ist. An dem Platz, wo das Wasser in die Bewässerungskanäle umgeleitet wird, ist der Bach von dichter Vegetation umgeben. Der ganze Bach ist dicht bewachsen. Diese Pflanzen sind die Gefährten des Wassers, seine Familie. Das Wasser und die Pflanzen haben eine enge Verbindung zueinander, und die alten Erdkanäle werden voller Liebe gemacht, mit viel Respekt, sodass das Wasser nicht das Gefühl hat, von seinen Gefährten, den Pflanzen, verlassen worden zu sein und glücklich weiterfließen kann. Die Handlungen der Dorfbevölkerung sind immer voller Respekt für die Wesen des Pacha. Die Erde, das Wasser, die Sonne, die Samen und alles, das als Lebensgrundlage benötigt wird, wird respektiert. There's another very famous teacher of anthropology in America called Peter White. Es gibt einen anderen recht sehr berühmten Dozent für Anthropologie, Peter Whiteley. And he spends a lot of time working with native communities in the USA and in Canada. Und er verbringt viel Zeit mit den indianischen Gemeinschaften in den USA und Kanada. And he finds some conflict between his position as a scientist and what he observes. Und er erlebt einen gewissen Konflikt zwischen seiner Stellung als Wissenschaftler und dem, was er beobachtet. Und er schreibt:
Als Anthropologe bin ich Wissenschaftler und ich bekenne mich dazu, nach objektiver Wahrheit zu suchen, mit Hilfe von Beobachtung und Vernunft. Ich nehme etablierte Gesetze der Wissenschaft ohne weiteres an. Doch diese Grundeinstellung wurde durch meine Erfahrungen mit den Ureinwohnergemeinschaften im Umgang mit der Natur oft ernsthaft in Frage gestellt, da ich vieles mit wissenschaftlicher Vernunft einfach nicht erklären konnte. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass solche Erfahrungen auf eine andere, wirklich nachhaltige Beziehung zur Natur deuten. Doch dem wirklich Rechnung zu tragen, erfordert es, der Weltsicht anderer Völker sehr viel aufmerksamer zuzuhören, als wir das bisher getan haben. So I've talked about ritual. In a way, when I set out to write this particular chapter on Buddhism, nature and environment, I didn't expect to be so caught up in ritual, but I think it's actually very important. Also ich habe von Ritual gesprochen und als ich dieses Kapitel für mein Buch schrieb, hatte ich nicht erwartet, dass ich so viel über Ritual nachdenken und schreiben würde. Because actually in Buddhism at the moment there is a trend which dismisses myth and dismisses ritual. Denn im zeitgenössischen Buddhismus gibt es so eine Art Trend, der sozusagen Mythen und rituale Zeremonien ein bisschen abwertet. And what we can learn from the experience of the Buddha and how he developed a new relationship with nature, what we can learn from the experience even of existing native communities in the Americas, is that ritual is a very important part of our life. Und was wir vom Buddha lernen können und seinem neuen Umgang und seiner neuen Beziehung zur Natur und was wir sogar von noch heute existierenden Ureinwohnergemeinschaften lernen können, ist, dass Ritual eine ganz wichtige Rolle spielt im Aufbau einer guten Beziehung zur Natur. So I'm making I want us to treasure the rituals that we have as Buddhists and actually to work on developing them, especially in relationship to the natural world. Ja, ich möchte, dass wir die Rituale, die wir haben im Buddhismus, wirklich wertschätzen und erhalten, und ich würde mir wünschen, dass wir weitere entwickeln, insbesondere in Bezug auf unsere Beziehung zur Natur. Unfortunately, within Tri Ratna, we do have a tradition of having retreat centers close to nature. Und es ist ein Glück, dass wir in Tri Ratna eine Tradition haben, dass wir Retreatzentren haben, die nah an der Natur sind. Yep. So I'm thinking particularly of the ordination retreat centers for men and women in Spain, Guijuelo and Acachavana, which are deliberately there in the heart of nature. Dabei denke ich ganz besonders an die Ordinationsretreatzentren in Spanien für Männer und für Frauen, Guijuelo und Acachavana, die ganz bewusst ganz im Herzen der Natur liegen. Yeah. So that's one aspect that I would like to emphasize. About our relationship with nature and the environment and what we can bring to it as Buddhists. Das ist ein Aspekt, den ich betonen möchte über unsere Beziehung zur Natur und was wir als Buddhisten dazu beitragen können. Yeah. There are many other things that we can do. We can participate in campaigns relating to the environment and nature that are non-violent. Es gibt sehr viel mehr, was wir tun können. Wir können teilnehmen an Kampagnen, die mit buddhistischen Werten übereinstimmen und nicht gewaltfrei sind. We can live in communities. Wir können in Wohngemeinschaften leben. Because, as you're probably aware, people who live in communities have a much smaller impact upon the demand for resources than people who live on their own. Denn wahrscheinlich ist es euch bewusst, dass gemeinschaftliches Leben einen weit geringeren Verbrauch an Ressourcen nach sich zieht, als wenn man alleine lebt. I was reading recently one radical critic talking about the trend for people to live more and more on their own. Ich habe letztens was gelesen von einem radikalen Kritiker über diesen Trend, dass Menschen mehr und mehr zunehmend alleine leben. And he said the radical thing to do now. Und er sagte, heutzutage ist die radikale Sache, is either to live in a family or to live in a community. Ist, wenn man entweder mit einer Familie lebt oder in einer Wohngemeinschaft. So slightly different to the normal Tri Ratna message. Ist etwas anders als die normale Tri Ratna Botschaft. Yeah. Okay. But very interesting.
And of course, one of the other things that we can do to lessen the human impact on nature and the environment is to be vegetarian or to be vegan. Und eine andere Sache, die sehr wichtig ist, um unseren negativen Einfluss auf die Umwelt zu reduzieren, ist, dass wir vegetarisch oder vegan leben. Yeah. So you may have heard this phrase, carbon footprint. Ihr habt wahrscheinlich von dem CO2-Fußabdruck oder von der CO2-Bilanz gehört. I won't go into all the technicalities of it, but basically it's a way of estimating the full climate change impact of some activity. Ohne die ganzen Details rauszuarbeiten, ist es eine Weise, wie man messen kann, welche Wirkung bestimmte Handlungen auf die Umwelt haben. But we can also talk as Buddhists about another kind of footprint. Aber wir können als Buddhisten auch von einer anderen Fußabdruck oder Bilanz sprechen. And that is a compassion footprint. Nämlich eine Mitgefühlsbilanz oder Mitgefühlsfußabdruck. Yeah. There's a man called Mark Beckhoff who's developed this idea of compassion footprint. Es gibt einen Mann namens Mark Beckhoff, der diese Idee entwickelt hat. He says, we can heal the broken lives of animals by showing more humility and ridding ourselves of human exceptionalism, the idea that we're better, higher or superior than other animals and that it's okay for us to do whatever we like to animals. Und er schreibt, wir können die zerbrochenen Leben von Tieren heilen, indem wir mehr Demut zeigen und uns von unserer menschlichen Sonderstellung lossagen. Der Vorstellung, dass wir besser, höher oder überlegener sind als andere Tiere und dass es für uns völlig in Ordnung ist, mit Tieren zu tun, was wir wollen. So to be a vegetarian or to be a vegan is to act out of kindness and empathy for other living beings. Also Vegetarier oder Veganer zu sein heißt, dass man mit Mitgefühl und Empathie für andere Wesen lebt. To be a vegetarian or a vegan is to expand our compassion footprint. Vegetarier oder Veganer zu sein heißt, dass wir unser Mitgefühl Bilanz oder unser Mitgefühl Fußabdruck ausweiten. Yeah. But there is another argument about vegetarianism and veganism. Aber es gibt noch ein weiteres Argument für Vegetarismus und Veganismus. Yeah. I hadn't realized this, but in 2010 the United Nations published a report on hunger in the world. Mir war das gar nicht so bewusst, aber in 2010 hat die UN einen Bericht verfasst über Hunger in der Welt. And not only hunger in the world, but the impact of climate change. Und nicht über Hunger in der Welt, sondern auch über die Wirkung von Nahrung auf Klimawandel. And they argued that if we are to survive, a shift around the world towards a vegan diet is vital. Und sie kamen zu dem Schluss, dass wenn wir überleben wollen als Menschheit, dass es weltweit wichtig ist, dass wir auf eine vegane Diät umschalten. They're saying basically that the Western preference for a diet rich in meat and dairy products is not sustainable. Und sie schreiben, dass die westliche Vorliebe für eine Ernährung, die mit viel Fleisch und Milchprodukten einhergeht, absolut nicht haltbar ist weltweit. Yeah. And they point out actually that the cattle in the world's cattle already consume enough grain that is enough to sustain 9 billion people. Ja, und sie berechnen, dass die Nahrungsmittel, die nur von Rindern gegessen werden, weltweit genug sind, um 9 Milliarden Menschen zu ernähren. Yeah. An enormous amount of grain is used to produce meat. Unglaublich viel Getreide wird darauf verwendet, Fleisch zu erzeugen. And I hadn't realized this. 97%, almost all of the production of soybeans in the world is fed to animals. Und auch das war was, was mir nicht bewusst war, aber dass 97%, das heißt fast alles der weltweiten Sojaproduktion an Tiere verfüttert wird. Yeah. So it takes apparently
I don't know how you translate this into kilograms. No, you don't have to. 7.3 pounds of grain to produce 1 pound of pork. Man braucht 7,3 Kilo Getreide, um 1 Kilo Schweinefleisch zu produzieren. Yeah. And meat and dairy production also adds hugely to greenhouse gas effects. Und die Erzeugung von Fleisch und von Milchprodukten trägt auch sehr, sehr stark zu den Treibhauseffekten, zum Treibhauseffekt bei. Yeah. So I mentioned this last year when I gave a talk here, but I'll mention it again. It's been estimated that if everyone in the United Kingdom were to become vegetarian, it would have the same effect on greenhouse gas emissions as taking half of the cars in the United Kingdom off the road. Ja, und eine erstaunliche Sache, die ich schon letztes Jahr in meinem Vortrag erwähnt hatte, ist, dass berechnet wurde, dass wenn die wenn alle Menschen in England Vegetarier würden, dann hätte das den gleichen Effekt auf die Treibhausgase, wie wenn man die Hälfte aller Autos von der Straße nehme. Yeah. And of course, producing a kilogram of meat has a huge effect in terms of carbon footprint. Ja, also ein Kilogramm Fleisch zu erzeugen hat eine riesengroße Wirkung in hinsichtlich auf die CO2-Bilanz. Yeah. Basically, the key fact you need to be aware of is this. Das Wichtigste, dessen man sich bewusst sein sollte, ist Folgendes. Fresh meat has a carbon footprint that is 8 times higher than potatoes, apples, milk, bread, cereals and so on. Fleisch hat einen 8-mal höheren CO2-Bilanz als Gemüse wie Kartoffeln und so weiter. So encouraging people to move towards a vegetarian or towards a vegan diet, even if it's actually, say, just 1 day a week or 2 days a week, observing a vegetarian or a vegan diet, that can have a tremendous effect in terms of the production of greenhouse gases. Ja, also wenn man Menschen mehr dazu ermutigt, vegetarischer zu leben, und wenn es auch nur für ein paar Tage pro Woche ist, dann hat das schon eine enorme Wirkung auf den Klimawandel und die Treibhausgase. I could actually say a lot more, but I'm aware that time is moving on, and we want to allow a few minutes for any questions or comments. But just to summarize. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, deswegen ich könnte noch viel mehr sagen, aber ich kürze das jetzt ein bisschen ab, damit wir noch Zeit für Fragen haben, aber um zusammenzufassen. If we are to live out and exemplify what the Buddha taught us about nature, wenn wir das leben wollen, was der Buddha uns gelehrt hat und vorgemacht hat in Bezug auf seine Beziehung zur Natur, and if we are to help to oppose the modern economic disregard of nature, und wenn wir helfen wollen, den modernen Disrespekt der Natur gegenüber zu untergraben, we need to expand our compassion footprint. Dann ist es wichtig, unsere Mitgefühlsbilanz zu steigern. We need to live in a kind and sensitive relationship with all beings in nature. Es ist wichtig, in einer freundlichen, liebevollen Beziehung zu allen Lebewesen in der Natur zu leben. Whether those beings are alive now or not yet born. Ob sie diese Lebewesen jetzt leben oder in künftigen Generationen. We need to keep alive a ritual connection with all of nature. Es ist wichtig, eine rituelle Verbindung zu bewahren mit der gesamten Natur. Yeah. And we can do many practical things, like going on retreat close to nature, and encouraging others to be vegetarian or vegan. Und wir können vieles andere tun, wie zum Beispiel Retreats besuchen, die nah an der Natur sind, und andere ermutigen, Vegetarier oder Veganer zu werden. But we must also remember. Und es ist auch wichtig, uns daran zu erinnern. That to heal our relationship with the natural world, we must first heal ourselves. Dass es wichtig ist, um unsere Beziehung zur natürlichen Umwelt zu heilen, wir zuallererst uns selbst heilen müssen. We need to work on both reducing the internal pollution of greed, hatred and delusion and external pollution. Wir müssen daran arbeiten, sowohl die innere Verschmutzung, Gier, Hass und Verblendung zu überwinden, wie auch die äußere Umweltverschmutzung, Gier, Hass und Verblendung zu überwinden. So, I think we'll leave it there. Thank you very much, Radhika.
haben noch Zeit für eine Frage. Wir haben noch ein Viertelstündchen Zeit, um ins Gespräch zu gehen. Es können Fragen sein oder auch Anmerkungen. Eine Frage war der Apfel. Nädler hat auch Apfel, der Apfel, mehrere Menschen. Für den Nädler würde ich auch sagen, immer Science und Kontext, das Schiebe, habe ich. Okay. Das ist eine Nachfrage nach einer Autorin, die vorhin zitiert wurde. Okay, so it's her name is Frederike Apfel-Maaglin, and she's an anthropologist, and she's written a book called Subversive Spiritualities. Also ist eine Anthropologin mit dem Namen Frederike Apfel-Maaglin. Und das Buch, was sie geschrieben hat, heißt Subversive Spirituality. Subversive Spiritualität. Yeah, how rituals enact the world. Wie Rituale die Welt inszenieren. Yeah. And she's married actually to one of the few consistent economic critics of neoliberal economics. Und sie ist verheiratet mit einem Mann, der einer der beharrlichsten Kritiker von neoliberaler Ökonomie ist. Yeah, and they're both at Harvard University in the United States. Und beide lehren an der Harvard Universität in den Vereinigten Staaten. It's a very good book. Ich habe auch eine Frage. Da war im Vortrag ein Zitat, ungefähr am Ende des Vortrags, dass wir eigentlich nicht besser als die Tiere sind. Und ich denke schon, dass Menschen besser als Tiere sind, insofern, dass wir doch überhaupt erst in die Lage kommen, über solche Dinge zu reflektieren und uns zu entscheiden, vielleicht mitfühlender zu sein, weil wir eben nicht instinktbesteuert sind. Und ich glaube auch nicht, dass Tiere erleuchtet sind. Well, I think I agree with you. Ich stimme dir zu. But let me just get the quote. Aber ich suche mal das Zitat. Yeah. Okay. Well, of course you're right, that in the sense that we have, as human beings, we are aware that we are aware, and we can reflect, and we can gain enlightenment, and an animal can't. Du hast natürlich recht, dass wir als Menschen in der Position sind, uns bewusst zu sein, dass wir uns bewusst sind, dass wir reflektieren können, so was Tiere nicht können. Yeah. I think what Mark Beckhoff is trying to emphasize to us is that animals can live in harmony with nature. And we think that we're exceptional and we don't have to live in harmony with nature. Ich glaube, was Mark Beckhoff hier zum Ausdruck bringen will, ist, dass Tiere in der Lage sind, in Harmonie mit der Natur zu leben und dass wir denken, wir seien so weit fortgeschritten, dass wir das nicht mehr nötig hätten, in Harmonie mit Natur zu leben. So I gave the example of the Nobel Prize-winning economist who said basically, we can do without land and natural resources. Also ich habe euch das Beispiel vorhin genannt von diesem Nobelpreisträger, diesem Wissenschaftler, der ernsthaft behauptet, dass wir eigentlich die natürlichen Ressourcen gar nicht mehr brauchen. And he clearly believes that we're superior to animals in that respect. Und er denkt, dass wir in dieser Hinsicht sicherlich den Tieren überlegen sind. He thinks that there's nothing that our technology cannot achieve. Er denkt, dass es nichts gibt, was unsere Technologie nicht zu Wege bringen könnte. Yeah. And I think what Mark Beckhoff is trying to say, we need a bit more humility. Und ich denke, was Mark Beckhoff sagen will, ist, dass wir ein bisschen mehr Demut da brauchen. Yeah. Cool. Ich stimme damit überein, dass wir ein bisschen mehr Demut brauchen. Ich glaube andererseits nicht, dass Tiere in Harmonie mit der Natur leben. Ich glaube eher, dass Natur sozusagen das ist, was entsteht, wenn Tiere untereinander instinktgesteuert sozusagen agieren. Arises when animals act with each other, led by their instincts. Mm-hmm. Yeah. So I don't think it's an achievement for animals to be able to live in harmony with nature. It's just nature is that, by definition. Also ich glaube nicht, dass es eine große Leistung ist, dass Tiere in Harmonie mit der Natur leben, sondern dass das... Die Natur ist halt per Definition das, was daraus rauskommt. Yeah. Und es sterben ja Arten aus und so weiter. But do you also accept that we cannot carry on thinking ourselves to be so exceptional and superior to animals that we don't need
to live in harmony with nature. Aber würdest du trotzdem akzeptieren, dass wir so nicht weitermachen können und so leben können, als könnten wir uns über die Natur hinwegsetzen, yeah, dass wir es nicht, yeah, nötig haben, Harmonie mit ihr zu leben? That's okay. Der springende Punkt für mich ist eigentlich, dass wir uns gar nicht mehr selbst als Natur empfinden, sondern als irgendwas anderes, also getrennt davon. Und wenn man hier jeden ansieht, der ist doch voller Natur. It's as if we've become disembodied from nature. Ja, ich stimme dir zu, es ist, als ob wir sozusagen irgendwie unsere Verbindung zur Natur verloren hätten, als hätten wir unsere Körper aus der Natur rausgetrennt. But I think it's a particular characteristic of modern economies is that many, many aspects of our lives are becoming disembodied from nature. Ich denke, das ist ein besonderes Kennzeichen der modernen Ökonomie, dass sehr viele Aspekte unseres Lebens sozusagen entfremdet sind von der Natur. Yeah, disembodied from each other. Und entfremdet voneinander. Yeah. What you said about the inner change and the outer change. Sorry, I'm a bit slow, I'm a bit ill. Say it in German. That's true. Also, ich denke nach über diese Verbindung von innerem Verwandeln und äußerem Verwandeln. Weil mir ein Zitat von Sangharakshita dabei in den Sinn kommt, was ich sehr schätze. Das heißt so ungefähr auf Englisch: Greed and Craving is really a matter of a lack of imagination. Mm. Also, ja, yeah, und Hass, Begehren ist eigentlich ein Ausdruck von einem Mangel an Vorstellungskraft. Und ich habe das Gefühl, nur, also wirklich die Verbindung zu sehen, wenn ich im Supermarkt stehe, dass der normale Käse, der da im Kühlregal liegt, von einer Kuh ist, die wirklich kein glückliches Leben hatte, ist eine wirkliche Übung. Ganz genauso gleichwertig, wie jetzt auf einem Kissen zu sitzen oder zu versuchen, in meiner Rede gewaltfrei zu sein. Und ich glaube, das ist, also ich habe das Gefühl, da brauchen wir mehr Emphasis, mehr Betonung drauf. I agree totally. It's just as important to cultivate that kind of imaginative seeing of what is really going on in the world around us as it is to cultivate metta when we're sitting in meditation. Ich stimme dir 100% zu. Ich denke, es ist ebenso wichtig, dass wir diese Vorstellungskraft, diese Imagination in uns kultivieren, dass wir verstehen, was in der Welt um uns herum vor sich geht. Das ist genauso wichtig, wie dass wir Metta auf dem Kissen kultivieren. If we're not connecting in that way outside of meditation, we're not practicing properly. Wenn wir außerhalb der Meditation nicht diese Verbindungen versuchen zu verstehen, dann sind wir nicht wirklich am Üben. It's very easy to get. Yeah, I would like to emphasize the nature that I can see everywhere. I would like to emphasize this and not the loss of it. Mm. I would rather emphasize to see, wow, there is a flower somewhere in the asphalt. Mm-hmm. And I would like to put my attention on that, where I can see nature, where I can see something coming from there, even if it is very small in a completely polluted surrounding. Mm. But I'd rather put my attention on that than on something that is missing or a loss or something negative. Also ich würde lieber das Positive betonen und immer dahin meine Aufmerksamkeit richten, wo ich die Natur sehe. Und nicht darauf, wo sie nicht mehr ist und wo alles nur verschmutzt ist. Das empfinde ich jetzt als hilfreicher, als sich selbst noch immer weiter mit diesen ganzen negativen Dingen zu belasten und auch wieder selbst zu verschmutzen. Und wenn man das betont, was schön ist, dann wächst das auch. Da, wo die Aufmerksamkeit hingeht und die Energie, da entsteht wieder was. Where you put your attention and your inner energy, that's where things grow.
So I'd rather put my energy on the nature that I see, and then, oh, that is beautiful, he is nature. And then that might grow better because I put my energy in there. Well, I think people... Mir fällt noch ein Aspekt ein, sehr häufig Natur in erster Linie in dem Zusammenhang sehen, wie sie uns nutzt. Und das vielleicht eine Umdenkung erfolgen kann, wenn man Natur oder die Schönheit, wie sie gerade unser Lara gesagt hat, sieht mit Wertschätzung und nicht nur den Nutzen daran. Die Begegnung mit einem Mann oder Menschen in Tibet, wo die beiden einen Baum sehen. Was Sangharakshita diesen wunderschönen Baum sieht. Und der, mit dem er den Spaziergang macht, der stellt fest, ja, das ist ein wunderbarer Baum. Er liefert uns über den ganzen Winter heute. Yes, yes. It's a very good example. Yes. Das ist ein gutes Beispiel. Noch eine letzte Frage vielleicht, oder? Ich denke, die gehen Hand in Hand. Also wenn meine Vorstellungskraft größer ist, wie etwas unter unguten Bedingungen hervorgebracht wurde, führt das ja dazu, dass ich dann ein anderes Produkt kaufe, weil ich bisher mich von irgendwas ernähre. Also für mich gehen die Hand in Hand. Das Gewahrsein der einen Verkettungen führt zu einer Entscheidung für andere Verkettungen und die. Was ich auch ganz wichtig finde, die Freude dann daran, was zu unterstützen, was sinnvoll und heilsam und eben was zum Wachsen bringt, was ich was viel friedlicher oder was nennen will. Gut. Kommt gut nach Hause. Thank you again, Leute. I'd like to say thank you very much to Niana Chandra, who put a lot of work into it.